Es dauerte eine halbe Stunde, bis St. Gallen die Überlegenheit in Tore ummünzte. Jefferson gelang ein Traumtor. Das 1:0, wunderbar und hoch verdient. 5 Minuten später die kalte Dusche. Konstantin Egia traf zum 1:1, entgegen dem Spielverlauf. In der 45. Minute ein Penalty von Di Iorio. Er scheiterte am Steauer Torhüter Luke. Trotzdem reichte es zum Sieg. Mokoena stieg in der 62. Minute am höchsten und köpfte zum 2:1. Ein knappes Polster, zu knapp, gemessen an der Überlegenheit im Hinspiel.